Audio Now. Es ist wieder soweit. Mond Talk. Wir bringen euch das uralte und zeitlos gültige Wissen um den Einfluss der Mond- und Naturrhythmen auf unseren Alltag nahe, eingestreut mit hoffentlich Inspirationen für ein lebenswertes Leben. Von und mit Johanna Paunger-Poppe, dass du auch was sagst, und Thomas Poppe. Das ist ja was zum Sagen. Gut, unser Thema heute ist wir holen nach. Vom letzten Mal, da haben wir über das Tierkreiszeichen Skorpion gesprochen und da gab es einfach irrsinnig viel zu erzählen zum Thema Skorpion-Tage und die Energie, die an solchen Tagen herrscht in Bezug auf Gesundheit und verschiedensten Einflüsse auf unseren Körper. Deswegen ist der Garten zu kurz gekommen. Genau, und der Skorpion im Garten, der hat ein paar besondere Einflüsse. Aber vielleicht zuerst einmal das Grundsätzliche. Der Skorpion ist ein Blatttag. Ja, also ein Skorpion ist so, dass natürlich jede Pflanze Blatt, Wurzel, Blüte und Frucht hat. Das ist ganz klar. Oder Samenträger ist oder Frucht oder Obst. Aber der Hauptanteil, das, was man erntet, das ist damit gemeint. Also wenn es um einen Blatttag geht, wenn man das sagt für Fisch, Krebs und Skorpion, das sind Blatttage, dann ist vor allen Dingen das Blattwachstum und einfach die ganze Struktur vom Blatt gefördert. Das heißt, im Garten in erster Linie Salate in jeder Form, auch Kräuter, wo man nicht die Samen sammelt oder die Blüten, sondern die Blätter. Einfach alles, was mit Blättern zu tun hat und gesammelt wird. Kopfsalat ist sehr beliebt, vor allen Dingen für Gärtner, die anfangen erst, die keine Gartenerfahrung haben, da ist Kopfsalat ideal. Wenn aber jetzt da kein Blatttag ist, Skorpion ist ein besonders guter Blatttag zum Pflanzen. Wenn das nicht ist, ist nicht so, dass der Salat nichts wird, aber er wird halt nicht so schön. Und es gibt ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel Schütze, wo man, wenn es geht, noch dazu kommen. Ein Schütze, da schießt der Salat. Also das heißt, man muss jetzt nicht unbedingt den Blatttag nehmen, aber zumindest gerade eine Schütze. Könntest du kurz das Wort Schießen erklären? Ich könnte mir vorstellen. Schießen? Ja. Es ist nicht so, dass einem da irgendwelche Blätter um die Ohren fliegen, sondern... Ja, aber das sagt man Schießen, oder? Wenn der Salatkopf nicht kopft, sondern in die Höhe geht und dann schießt er in die Höhe, statt dass er kopft, und das ist unbrauchbar. Da fällt mir was ganz Wichtiges. Ja. Und zwar, es gibt ja, unsere Arbeit ist eigentlich eine Arbeit des Präsentierens von Wissen und von Erfahrungen. Diese Dinge zu beweisen, das beweist sich von selbst, man muss es ja nur ausprobieren. Aber gerade das mit dem Kopfen und dem Schießen von einem Salat, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil viele Gärtner machen die Erfahrung, dass wenn sie aussehen, dass dann nicht ein paar Salate kopfen und die anderen schießen, sondern es ist immer das ganze Beet. Ja, ja. Entweder schießt das ganze Beet oder es kopft. Mhm. Und natürlich, wenn man diesen Zusammenhang nicht kennt, dann sagt man sich, oh Mist, habe ich das falsche Saatgut erwischt. Ja. Was auch passieren kann. Das kann passieren. Das Saatgut kann tatsächlich ein Schütze geerntet sein. Genau. Und dann schießt der Salat. Das ist ein gutes Beispiel, weil ein paar Salatpflänzchen kann man zur Seite tun und warten, bis Schütze ist. Und dann kann man natürlich, das ist ja gleich am nächsten Tag oder am übernächsten Tag, und dann kann man das gut sehen. Und dieses Schießen, möchte ich nur dazu sagen, beim Kopfsalat oder Krautkopf kann auch schießen, oder auch ein Blumenkohl, also das sind alles so, was so eine Kopfform hat, da meinen dann viele, okay, das jetzt schießt er, ist zwar schade, aber dann lasse ich das gleich aussamen und dann habe ich die eigenen Samen. Das ist ein Trugschluss. Eine Pflanze, die schießt anstatt Kopfen, der Samen schießt immer. Oha. Das heißt, diese Samen braucht man nicht sammeln, beziehungsweise den Salat schon gleich ernten, wenn man merkt, er fängt schießen an, dann kann man auch essen noch. Das ist nicht, dass man nicht essen kann. Wir kennen uns schon 30 Jahre und es passiert immer wieder, dass du mal etwas zu sagen hast, was ich noch nicht wusste, weil mir jetzt schnell kurz eine Notiz mache, weil es dann ins nächste Buch einfließt. Oder vielleicht hast du vergessen.
Oh, du bist also, so gemein heute. Also, ja, weil es halt nicht so gut geht. Stimmt. Da kannst du dir leisten. Das wie kann ich mich ausdrucken. Ja. Nee. Aber okay. Das ist also wichtig, auch wenn was anders, wenn es beginnt zu schießen, gleich ernten, das kann man essen und das Pflänzchen ist praktisch sonst für nichts. Also das ist wichtig. Ansonsten an Skorpion ist auch wichtig, dass man ein bisschen die Kräuter sich drum kümmert. Küchenkräuter sind zum größten Anteil Blattpflanzen, also egal, ob es jetzt Majoran ist oder Rosmarin, Thymian, Petersilie, das sind alles Sachen, die der Großteil der Heilkräuter oder Küchenkräuter sind eben grünes Blattwerk. Und da ist die Petersilie gerade so im deutschen Bereich sehr beliebt. In Österreich jetzt habe ich es nicht so empfunden, dass es so beliebt, aber auch im Kochbücher sieht man immer und dann mit Kräutern, zum Beispiel Petersilie. Also wenn ich das schon lese, da kriege ich schon, hätte ich beinahe gesagt, graue Haare. Ja. Es gibt so viele Kräuter und immer ist diese, hätte ich beinahe gesagt, blöde Petersilie dabei. Petersilie ist gut, gar keine Frage, aber das ist nur das bekannteste Küchenkraut. Und die Petersilie nützt nicht so viel jetzt, als Ausnahme bin ich jetzt, einen Blatttag zu sehen. Petersilie sieht man. Ach, du meinst, sondern, jetzt kommt das berühmte Beispiel. Ja, sondern immer Mittwochvormittag. Ja, ich weiß, dass das, inzwischen weiß ich, dass das furchtbar klingt, so quasi, was soll das jetzt? Aber es ist nun mal so, also Petersilie geht auch ganz schwer auf. Und es ist immer noch besser, man nimmt Skorpion als wie irgendeinen anderen Tag. Aber ein Mittwochvormittag gesäte Petersilie geht fast immer auf. Und die muss man danach angießen. Alle Samen, die bis sie aufgehen, muss man sie gießen. Die müssen feucht bleiben. Dann nicht mehr. Nichts mehr gießen. Das ist ganz wichtig. Skorpion ist auch ein Tag, was schon zum Gießen ist, für Pflanzen, die es nicht anregnet, oder zum Beispiel auch alle Kübelpflanzen. Auch wenn die Kübelpflanzen auf der Terrasse so stehen, dass es anregnet, ist das zu wenig. Also die müssen an den Blatttagen gegossen werden, Balkonblumen und so weiter. Ja, das ist also eine Ausnahme mit Petersilie. Und Petersilie... Da erinnerst du dich, wie du mir das erste Mal gesagt hast, Petersilie Mittwochvormittag. Und ich habe mich hingesetzt und ganz brav, wie jetzt gerade eben auch, mitgeschrieben. Ja. Und habe mir gedacht, ah, das weiß kein Mensch. Und du hast mir gesagt, das brauchst nicht aufschreiben, weil das weiß doch jeder. Ja. Die Zeiten sind ein bisschen vorbei. Aber ich weiß inzwischen, dass vieles, die nicht wissen. Zur Petersilie möchte ich nur sagen, weil wir ein Kopfsalat-Thema gehabt haben, Petersilie und Kopfsalat nicht zusammen. Es gibt ein paar so Nachbarschaften im Gartenbeet, die besonders gut sind, die befruchten sich gegenseitig und es gibt ein paar, die sind wirklich nicht gut. Und da gehört die Petersilie dazu, das, was nicht gut ist, eben zum Kopfsalat. Ansonsten Kopfsalat kann man gut mischen mit Zwiebel und mit vielen Sachen, aber eben das nicht. Das wäre, sagen wir mal, was der Blatttag ist, eine gute Information, wenn man alle Küchenkräuter an diesen Tagen, besonders Skorpion. Skorpion ist der beste Blatttag überhaupt zum Setzen und Sehen und auch gleichzeitig zum Ernten für Heilkräuter. Vielleicht noch ein paar negative Pflanzennachbarschaften. Gibt es da irgendwas besonders Ungutes? Ja, negative Pflanzen, sagen wir mal, die berühmtesten und die bekanntesten sind, wenn man jetzt zum Beispiel Kartoffeln hat, vielleicht jeder, der einen neuen Garten anlegt, weil es gibt nichts, was eine bessere Erde macht wie Kartoffeln. Da, wo man Kartoffeln gesetzt hat, da kommt eine wunderbare Erden. Und zu Kartoffeln passt die Zwiebel eben nicht. Die muss man dann auslassen. Bei der Petersilie Kopfsalat habe ich schon gesagt. Der Kohl ist auch so etwas, was neben Zwiebeln nicht gedeiht. Die Bohnen gedeihen nicht neben Zwiebeln. Dann, Tomaten sind sehr beliebt. Die sind neben Erbsen nicht gut. Rote Rüben. Rote Beete, sagt man da. Genau. Gell? Okay, das ist da auch nicht gut. Gut, so auf die Schnelle fällt mir jetzt das nicht ein. Aber wir können ja darauf hinweisen, dass die ausführliche Liste, was zusammenpasst und was nicht,
Das steht in unserem Gartenkasten. Also was ich so immer mache, habe ich im Kopf Bohnen neben Zwiebeln, also ist nicht gut. Aber ich denke, es interessiert die Leute, wenn dann eher was Gutes. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, das passt jetzt nicht so hundertprozentig jetzt zum Skorpion, aber es passt. Skorpion ist einfach ein Pflanztag im Frühling, wo viel gemacht wird und da muss man nicht nur Blätter sammeln, aber Pflanzen halt. Also ja, Karotten, ne, Zwiebeln kann man auch am Skorpion setzen. Neben Zwiebeln ist gut die Karotten oder die Tomaten sind gut. Tomaten ist auch gut neben der Petersilie, die man auch da. Es gibt Kohlarten sind auch noch Skorpion. Ja, es gibt neben Kartoffeln ist auch gut. Ja, es gibt eine wunderbare Liste in unserem Buch Der lebendige Garten. Das ist, kann ich eigentlich ziemlich empfehlen, also bei dem wenn man Kohl, das genauer verfolgen möchte. Bei dem Kohl möchte ich vielleicht nicht dazu sagen, wer jetzt ein größeres Beet hat oder jemand zuhört, der landwirtschaftliche Fläche hat, wo viel ist, da kann man richtig, der Kohl anbaut. Also das ist einfach, wie soll ich sagen, so eine Reihe Kartoffeln und eine Reihe Kohlarten. Das schaut schön aus, ist von der Möglichkeit her gut machbar. Und die ergänzen sich einfach gut. Also die Kartoffeln werden einfach viel schöner, wenn dazwischen ein paar Kohlsorten gesetzt werden. Und man muss sagen, die guten Nachbarschaften helfen sich die Pflanzen gegenseitig gegen Schädlinge. Auf jeden Fall. Das ist aber bei jedem Unkraut so. Nicht nur das, was ich als Pflanzgemeinschaft jetzt pflanze, also Kulturpflanzen, sondern auch das sogenannte Unkraut. Deshalb nennen es heute Gott sei Dank schon viele Beikraut und nicht Unkraut, weil einfach dieses Kraut der Pflanze hilft. Und wenn jetzt jemand dieses Unkraut sieht und ausreißt, dann muss er mulchen. Ein Mulch ist ja nicht annähernd, der taugt ja gar nichts als Kombination für die Kulturpflanze, sondern nur, dass es nicht austrocknet. Es würde ja sowieso nicht austrocknen, wenn man das Unkraut lassen würde. Wenn ein Unkraut dreimal höher ist wie das andere, wie die Kulturpflanze, kann man mal hingehen und das eine oder andere ausreißen. Aber ich mache das auch nicht oder wir. Du hast halt lernen müssen, dass man das stehen lässt. Ich erinnere mich. Weil das sind die besten Sonnenschirme. Mhm. Ja, wenn es einfach so heiß runterglüht. Und also Sonnenschirm habe ich gerade gesagt, aber wenn ich sage Sonnenblume, das ist ein bisschen eine Ausnahme. Die Sonnenblume braucht sehr viel Energie vom Garten. Also wenn eine Sonnenblume, die bei uns ja immer aufgehen durchs Vögel füttern im Winter, da muss ich sagen, da reiße ich schon die eine oder andere aus. Weil das einfach, da wächst ringsherum sonst nichts mehr, wo wir bei der Fruchtfolge wären, was einfach auch ganz wichtig ist, dass man nicht jedes Jahr das gleiche anbaut. Tomaten sind sehr geduldig und Erdbeeren, die kann man ruhig, also Tomaten kann man jahrelang am gleichen Platz lassen, außer man merkt dann, dass nichts mehr ist. Und die Erdbeeren, die suchen sie ohnehin einen neuen Weg. Die kann man auch lassen, weil die sind sehr genügsam. Das wäre so vom Garten, glaube ich, an Skorpion das ist Wichtigste, die Kräuter noch schneiden. Die Kräuter ernten, ganz genau. Das ist das Skorpion, wenn man das macht, haben sie die beste Wirkung, sind auch sehr aromatisch und die Heilwirkung ist am stärksten im Skorpion. Die Heilwirkung bleibt vor allen Dingen im Kraut viel länger enthalten, die ätherischen Öle und so weiter. Also das wäre bei Skorpion jetzt wichtig, wenn zum Nachholen. Alles klar. Tee zubereiten sowieso, aber das haben wir bei Skorpion schon gesagt, beim letzten Podcast. Und dann marschieren wir ein Häusel weiter. Mhm. Und das ein Haus weiter ist das Tierkreiszeichen Schütze. Mhm. Tierkreiszeichen Schütze im Bereich Einfluss auf Gesundheit, auf den Körper, da landen wir schlicht bei den Oberschenkeln, bei den Venen. Da ist eigentlich, was mir da einfällt, man soll es halt nicht an den Tagen übertreiben mit Sport, mit Überlastung, mit Bergsteigen. Also wer sich ziemlich verausgabt an so einem Tag, der muss damit rechnen, dass der Muskelkater ein bisschen stärker ist wie sonst. Es kommt natürlich bei jedem Körperorgan und darauf an, wie durchtrainiert der Körper ist. Mhm. Wenn ich jetzt das erste Mal Skifahren gehe im Winter und ich gehe da und Schütze, ich meine, da macht Sinn, dass ich keine Tageskarte nehme. Ne? Man kann sich vielleicht abends nicht mehr rühren. Das wiederum muss man aber auch sagen, wenn einen nicht
trainiert ist, oder wenn jemand so Kaffeekuchenmensch ist, der Mittag Fleisch isst, dann Kaffeekuchen. Ich meine, du musst jetzt nicht Schütze sein, da ist es, oder sowieso schneller Muskelkater, wo auch immer. Aber das ist natürlich vorwiegend. Das wäre doch eine coole Entschuldigung. Am Abend sagen, oh, weil er mir dort alles will, heute muss Schütze sein. Ja, das gibt's natürlich, ja. Aber es gibt's tatsächlich, dass man manchmal auf den Kalender schaut und sagen, also, was ist denn heute mit meinen Füßen los und so, und dann ist Fisch. Also das wissen wir ja von den Leserbriefen ganz viel, oder bei Kindern oder bei Ärzten, wo sie sagen, alle kommen mit Halsschmerzen, dann kommen wieder alle mit Venenbelastung und die anderen mit Kopfschmerzen. Und da weiß man, ist einfach Witter oder Stier oder was auch immer. Also Schütze ist Oberschenkel. Vielleicht interessant für Frauen, wenn sie Unmengen an Geld ausgeben gegen Zellulitis. Ah, gutes Thema. Also da gibt's Cremen und Sachen, wo man sagt, das ist eigentlich Schweinerei, dass man sowas ausnützt, nur weil die Frau eben die Zellulitis nicht haben will, steckt sie da Tausende rein. Das ist, kann man sagen, einfach umsonst. Zellulitis entsteht von zu viel tierischem Eiweiß und vor allen Dingen Frauen, die viel Joghurt essen am Abend, weil sie schlank bleiben möchten. Die jungen Mädchen mit 18, die eine Topfigur haben, schlank sind, haben schon Zellulitis heutzutage. Das hat es ja früher überhaupt nicht gegeben. Und das sollte man schon mehr erwähnen. Sportlerinnen, auch bei Sportlerinnen, du kannst laufen, was du willst. Eiweißzentrierte Ernährung. Genau. Dann gibt es die Eiweißshakes auch noch. Die sind dann Gott sei Dank oft wenigstens pflanzlicher Basis. Das geht dann noch, aber überlastet auch. Es ist auch bei den Männern, wenn diese tierischen Eiweißshakes trinken, dass sie fast am Busen haben. Ja. Ne? Und das wissen die gar nicht. Also die Zellulitis, die kommt vom tierischen Eiweiß, was der Körper nicht verstoffwechseln kann. Und wenn man nur 14 Tage kein tierisches Eiweiß isst, man spürt es eigentlich schon nach einer Woche, dann wäre Zellulitis weg. Je nachdem, wie tief die Gräben schon sind. Ne? Wenn's sehr tief ist, dauert es etwas länger, aber nicht sehr lange. Also man bringt es leicht weg. Und das Schmieren und so, das unterstützt natürlich schon, wenn ich mit Öl massiere. Aber was da hilft, ist die Massage dann, dass die Lymphe besser, Lymphdrainage machen und so weiter, möglichst wieder im abnehmenden Mond, dass man den Stau nicht einfach im Körper verschiebt. Und ich finde es sehr traurig, dass da so wenig Ärzte oder überhaupt keine gibt, die den Frauen da helfen und sagen, lass das tierische Eiweiß. Sie kriegen es nicht beigebracht. Es gibt Es spricht sich ja auch irgendwann einmal rum. Ja, danke schön. Ja. Ein Arzt verdient ja nichts, wenn er die Ursachen beseitigt. Das ist eigentlich traurig, aber na gut, auf jeden Fall könnt ihr euch selber helfen. Tierisches Eiweiß weg. Da, alles, was tierisches Eiweiß ist, da gehört das Hühnereiweiß genauso dazu wie der Joghurt und der Käse. Käse ist ganz schlimm, weil ganz viele Frauen auf Käse umgestiegen sind, weil sie kapiert haben, dass Wurst und Fleisch ungesund ist. Aber der Käse ist genauso ungesund, weil das der Körper in dem Maße nicht verstoffwechselt. Schlechte Nachricht für viele Zuhörerinnen. Sorry. Ich glaube, die schlechte Nachricht ist nur die, dass sie merken, dass sie süchtig geworden sind. Weil Käse macht süchtig und Milchprodukte machen süchtig. Die gute Nachricht ist, dass sie jetzt endlich wissen, was sie tun können. Und in drei Tagen ist dieser Entzug, da hat man einen richtigen Entzug, also zum Teil auch Schmerzen. Mhm. In drei Tagen, wenn man viel trinkt, ist das weg. Und das ist es wert. Ja, für auch. Das, dass erstens aber nichts kostet, zweitens nicht wehtut, keine Zeit braucht. Also, und wer es dann immer noch möchte, die Zellulitis, lieber es wie einmal drei Tage Entzug, das kann sie ja haben. Ja. Eine kurze kleine Märchenstunde. Es ist ein Märchen, was uns eingeredet wird, dass tierisches Eiweiß leichter zu verstoffwechseln ist als pflanzliches. Ja. Es ist genau umgekehrt. Ja. Ja, man sieht es ja an den Leuten, gell? Wenn man alte Filme anschaut, da gab es ein paar dicke Leute, und wenn man heute Filme anschaut, gibt es ein paar dünne Leute. Das hat sich umgekehrt. Ja, weil das ist ja auch deshalb, weil überall die Grenzwerte drin sind. Und ich esse ja nicht nur etwas. Ich esse ja dann das und das und das, und überall sind die Grenzwerte. Ich habe die Grenzwerte auch im Haus, beim Bauen. Ich habe die Grenzwerte beim Plastik. Ich habe überall die Grenzwerte, und dann esse ich das auch noch. Das heißt, wenn
wenn die Leute nicht lernen, dass man ein Essen wirklich gut mitnehmen kann in einer Box und nicht dieses fertige Zeug in die Mikrowelle hauen muss, wenn ich abends heimkomme. Und wenn sie das nicht lernen, dann müssen sie mit diesen Folgen leben lernen. Das hilft nichts. Und das ist nur eine Gewohnheit. Natürlich ist es toll, wenn ich das in die Mikrowelle knall und in 5 Minuten ist fertig oder noch früher. Aber es ist ungesund, da kann man diskutieren, was man will. Und es ist auch ein gesundes Essen kaputt, wenn es in der Mikrowelle war. Mhm. Und zwar nicht kaputt in dem Sinn, dass nein, die Eiweiße verändern sich. Aber natürlich, es macht krank, man kann es nicht verstoffwechseln. Mhm. Und der junge Mensch verträgt so viel, bis 40, 50, so viel, dass man das wirklich nicht merkt. Also es ist schon sehr schwer, einem Jugendlichen zu sagen, dass Mikrowellenessen auch die Zellulitis natürlich fördert, weil es riecht nicht, es tut nicht weh, es geht schnell, es ist billig, ich habe angeblich alles drin. Ja, genau. Und das kann man ja nicht verübeln, dass sie das nicht glauben. Und mit 40 spüren sie es halt dann. Ja, aber dann stellen sie oft die Beziehung nicht her zur Ernährung, weil sie sagen, davon ernähre ich mich jetzt schon 20 Jahre lang, das kann es nicht sein. Ja, das höre ich auch oft, wenn man sagt, das und das nicht. Nein, das kann es nicht sein, weil das esse ich immer und, und im Körper ist es dann einmal. Also das ist, also Schütze ist in erster Linie das Thema Zellulitis immer bei den Leserbriefen und das ist anscheinend wirklich ein sehr großes Problem bei Frauen. Schütze allerdings hat auch eine besondere Energie, die beim Abnehmen helfen würde. Es ist nämlich ein Fruchttag. Das heißt, wenn es einem gelingt an Schütze und genauso aber auch an Widder und Löwe, das sind auch Fruchttage, wenn es einem gelingen würde, an solchen Tagen hin und wieder mal einen Obsttag einzulegen oder einen Safttag, dann würde man dem Körper ziemlich viel Gutes tun. Sehr viel. Also es gibt inzwischen auch Säfte zu kaufen, die wirklich etwas besser sind. Mhm. Der Großteil von den Säften ist Zuckerwasser, gefärbt, ja, stimmt. Und macht abhängig und süchtig. Das Ideale wäre, wenn man ein Alpha-Typ ist, das muss man jetzt auch dazu sagen, weil Omega das nicht so verträgt, wäre wirklich frische Bio-Orangen selber pressen. Das ist gut. Also das gibt einen Energieschub, das ist gewaltig und es hilft auch. Man darf es nicht nach 18 Uhr machen, weil man nämlich dann kaum zum Schlafen kommt. Ja, abends trinkt man eigentlich keine Obstsäfte, oder? Das gibt ja bloß Blähungen. Oder? Naja, gut, das ist so ein Thema, ich sage immer, weiß jeder und du sagst immer. Ja. Gut, also ab 18 Uhr kein Obst und keine Salate. Vor allem keine Salate, die sind nicht lustig. Einfach keine Rohkost. Ja. Und die Rohkost überhaupt immer vorm Essen, es geht. Mhm. Nicht nach dem Essen ein Apfel. Natürlich, das essen wir auch ab und zu, wenn wir dann wissen, wir sind unterwegs oder isst man zwischen noch einen Apfel, aber nicht gleich nach dem Essen. Das kann der Magen nicht verdauen, weil es ist einfach das Essen, bis das verdaut ist, dabei ist der Apfel schon vergoren und es ist ja klar, dass das Blähungen oder Bauchweh kriegt, vor allem bei Kindern. Wenn ich sehe, als Nachspeise kriegen sie so ein Gläschen mit Obst, da brauchst du nicht mehr wundern, dass das Baby immer schreit. Ja, richtig. Das geht einfach nicht. Also da muss man schon ein bisschen schauen. Ja, das ist Schütze wichtig. Das wäre das Wichtigste. Schütze, beim Oberschenkel. Ah ja, wir werden manchmal gefragt, was der richtige Zeitpunkt für Venenverödungen ist und so Operationen. Da ist natürlich Schütze sollte man und Wassermann sollte man aus dem Weg gehen. Ja, ne? Also vor allen Dingen den zunehmenden Mond aus dem Weg gehen. Mhm. Schon gleich gar nicht vor Vollmond. Und beim abnehmenden Mond darauf schauen, dass eben, wenn es den Oberschenkel betrifft, nicht Schütze ist, Schütze schon vorbei ist. Mhm. Und wenn es die Unterschenkel betrifft, dass Wassermann schon vorbei ist. Okay. Und dass man. Das ist mir jetzt noch eingefallen zum Thema Gesundheit und Schütze. Jetzt gehen wir zu Schütze und Garten. Da wäre vielleicht, ist mir spontan eingefallen, das Thema der Schütze und Zwillinge. Das sind doch diese Tage, wo das Wetter umschlagen kann. Ja, wo man im Garten nicht so viel. Ja, werden ja manchmal gefragt, zum Beispiel in 6 Monaten habe ich Hochzeit und kann uns das Wetter, könnt ihr uns nicht das sagen, was an dem Tag für ein Wetter ist und soll ich es verschieben? Und das Einzige, was man sagen kann, ist, dass Vollmond und Neumond und Schütze und Zwillinge, das sind Tage, wo eigentlich das Wetter ganz gern umschlägt.
Ja, man kann nur sagen, von schlecht zu gut und ganz zu gut genau. zu schlecht. Also wir können auch mit dem Mondkalender nichts Wetter vorhersagen, das geht nicht. Aber man kann jetzt zum Beispiel sagen, dass man an Löwe kein Sommerfest machen soll und auch vielleicht nicht an Fisch. Mhm. Und an Fisch ist so, weil es im ländlichen Bereich oft dann in bisschen Sauforge oder Schlägerei ausartet, weil da einfach der Alkohol ganz stark spürbar ist bei den Menschen. Mhm. Bei Löwe sind die Feste im Sommer jetzt, sage ich mal, im Freien gefährlich wegen dem Gewitter. Mhm. In Löwe gibt's meistens heftige Gewitter und schnelle, die kommen sehr schnell. Und ja, und bei Neumond und bei Vollmond ist es so, ähnlich wie bei Schütze und Zwilling, das Wetter wechselt. Nur, man weiß natürlich jetzt in einem halben Jahr nicht, was für Wetter ist. Aber wenn es jetzt zum Beispiel ein paar Tage schön ist und es kommt Schütze, dann weiß ich schon fast immer, stimmt das. Also in dem Jahr, letzten Jahr, ganz stark spürbar durch das Corona. Warum, weiß ich nicht, dass vielleicht durch die Luftverschmutzung, dass die besser war, hat sich das wieder regeneriert. Auf jeden Fall war es da auffällig, dass ein Schütze- und Zwillingswetter gewechselt hat. Und so wie man es früher gekannt hat. Ist es jetzt ein paar Tage schön, wird es gefährlich, dass ein Schütze dann eben schlechtes Wetter wird oder umgekehrt. Es kann sich schon mal um einen Tag verschieben, früher oder später, aber zwei Tage meistens nicht. Und das spürt man. Und das ist vielleicht ein bisschen eine Hilfestellung, dass man sagt, wenn jetzt nicht Schütze ist und nicht Zwilling, dann ist das Wetter so, wie es ist. Dann braucht man auch nicht unbedingt warten, oh, wird's doch noch schön oder doch noch, das kann man ein bisschen steuern. Aber sonst kann man mit dem Mondkalender nicht einfach das Wetter voraussagen. Was man sagen kann oder was ich immer beobachte, sagen tue ich es nicht. Was ich immer beobachte, sind die Hochwassersituationen und die Erdrutsche. Das war immer so, dass bei zunehmendem Mond die Hochwassersituation gefährlicher ist und bei abnehmendem Mond die Erdrutsche. Und man schaut ja doch einmal am Tag wenigstens Nachrichten. Und wenn es dann so Unwetter ist oder wenn es sagen, früher ein Schmelzwasser und so weiter. Und wenn es dann sagen, ja, der Pegel an der Donau ist so und so hoch, aber es wird sich auf Mitternacht entspannen. Und es ist zunehmend im Mond. Da habe ich dann meistens nur ein Lächeln übrig, weil da müsste die Feuerwehr wirklich im Einsatz bleiben oder wenigstens ein Noteinsatz, der Bescheid sagen kann. Bei zunehmendem Mond oder Vollmond zu senkt sich der Wasserspiegel eben nicht. Egal, ob es jetzt noch regnet oder nicht. Woher das kommt, weiß ich nicht, weil es auch ist, wenn der Regen aufhört. Und umgekehrt, die Erdrutsche sind einfach total gefährlich. Und wenn im abnehmenden Mond der Erdrutsche irgendwo ist und die Bauarbeiter schon hingehen zum Aufarbeiten, also da ist man wirklich gewillt, ein paar Vaterunser beten, dass denen nichts passiert, weil es einfach hochgefährlich ist, dass das nachrutscht. Und bei zunehmendem Mond kann auch ein Erdrutsch kommen, ist aber nicht so häufig und er rutscht meistens nicht dann an Ort und Stelle nochmal nach. Das sind so Kleinigkeiten, die man schon wissen sollte, wenn man bei der Wasserrettung ist oder bei der Bergwacht ist oder ja, Bergwacht ist ja auch beim Skifahren oder mit den Lawinen. Da kann es noch so gefährlich sein. Es gibt einfach fanatische Tourengeher, denen ist es egal, dass sie das Leben von der Bergwacht in Gefahr bringen, weil sie gerettet werden müssen. Mhm. Also das ist unabhängig von Tierkreiszeichen, unabhängig vom Mond, finde ich das schon allerhand. Und ich weiß, das als Kind noch, meine Brüder und der Papa, die waren ja auch bei der Bergwacht und da haben wir uns oft gedacht, am Löwe, die gehen da rauf. Das waren meistens norddeutsche Urlauber mit so Batscherl und Sandaletten und gehen rauf über einen Bach, der bei Unwetter so reißend und stark wird, dass sie samt der Brücke nicht mehr überqueren können. Und da müssen sie bei uns im Haus, mussten sie da vorbei. Und da haben wir das oft dann denen gesagt. Ne? Also wenn es heute geht, also Löwe zum Beispiel, und dann haben wir einen Papa auch braucht, einen Löwe, dass er das Heu reinbringt und nicht einfach, wenn ein Mann abgeht, das merkt man, wie man alles mit der Hand die Landwirtschaft betreibt. Und dann mussten die am Berg rauf und die retten. Also das war damals schon, aber sie folgen dann einfach, die folgen heute nicht und haben das früher nicht gemacht.
Das hat jetzt mit dem Mondkalender nicht unmittelbar zu tun, weil man sollte so Naturgesetze ein bisschen mehr respektieren. Ja, du hast ja ein bisschen Taschengeld mit solchen Naturgesetzen verdient, wenn ich mich recht erinnere. Ja, naja, aber legal. Sie hat dann mit den Touristen gewettet, dass bestimmte Dinge passieren und bestimmte nicht. Ja, nein, das Wetten war nicht legal, aber es ist verjährt. Alles klar. Ja. Schütze im Garten, da haben wir vorhin schon gesagt, Salate und Kohl besser nicht setzen. Genau, das haben wir vorhin schon vorweggenommen. Aber für wenn man zum Beispiel einen Baum setzt, der allein stehen soll, Einzelbäume setzen, dann ist Schütze ein ganz prima Zeichen, weil einfach der schnell in die Höhe wächst. Ja, genau, na, der zack, schießt. Zack. Sind wir wieder beim Schießen. Yes. Und in dem Fall soll er. Ja, genau. Und also das ist, kann man nützen zum Positiven und man kann es einfach vermeiden, wenn man weiß, das würde jetzt negativ sein, dass der so schnell in die Höhe schießt und wächst. Aber ich glaube, wir schießen über die Zeit. Ja, macht da nichts. Vielleicht fällt uns nächste Mal noch was zum Thema Schütze ein. Treppe bauen. Nee. Die Treppe sagen die wir. Die Treppe, schnell. Ganz ja, genau. Genau. Juhu. Das ist, wir sollten uns eigentlich mehr Stichpunkte machen. Kann es sein, dass wir uns da jetzt wiederholen? Ich weiß nicht, weil die Geschichte haben wir schon oft erzählt. Macht nichts. Naja, das kommen wir ganz schnell nur an Schütze, keine Wenn ihr eine Treppe renoviert oder ein Haus neu baut und es ist eine Holztreppe drin, Holztreppen sind in Mode, wunderbare Sache, baut es nicht an Schütze. Weil nämlich ihr dann immer ein Konzert zu hören bekommt, wenn ihr die Treppe hinaufkraxelt. Knackst immer. Knicks, ja. Knacks, knicks, knacks. Du, das haben wir schon mal erzählt. Aber jetzt bei Schütze muss man schon kurz erwähnen. Genau. Nicht jeder hat da vielleicht schon mal zugehört. Also einfach keine Holztreppe an Schütze und auch nicht an Löwe, weil das Holz sich viel mehr bewegt und an Schütze, da knackst immer. Also man sieht die Bewegung bei Schütze nicht so stark wie bei Löwe, aber man hört sie, die Treppe. Das heißt, es ist wie wenn man das Knacksen hineinprogrammiert. So ähnlich. Das bleibt so. Das bringst du nie mehr raus. Ja. Da kommst und wenn du es zum richtigen Zeitpunkt machst, hört man nichts. Gar nichts, nein. Ja, genau. Ja gut, ich würde aber sagen, heute machen wir Schluss mit Knacksen und Schießen und freuen uns auf den nächsten Mal. Steinbock, oder? Haben wir noch das nächste? Der Steinbock? Na, bei Schütze sind wir eigentlich durch bei diesen zwei wichtigen Themen. Ja, haben wir Steinbocks nächste Mal. Gut. Wenn uns nur was einfällt, tun wir es noch. Und ihr Lieben, nicht vergessen, abonnieren, weil dann müssen wir euch nicht immer wieder daran erinnern, oder? Macht's es gut. Ja. Alles Ciao, Gute. Tschüss. Ciao.